Ja? Hallo, Frau Weiler. Geht's Ihnen besser? Ja, danke. Ich wollte gerade in die Küche runtergehen und das Essen machen. Ich glaube, die meisten Leute haben schon Hunger. Frau Weiler, wir müssen noch darüber sprechen, was heute Morgen passiert ist. Haben Sie den Mörder gesehen? Nein, ich habe nur Claudias Stimme gehört. Und dann habe ich in den Frühstücksraum geschaut und... Wer war bei ihr? Ein Mann oder eine Frau? Ich habe nur einen Schatten gesehen und das Messer, wie es auf sie eingestochen hat. Und dann habe ich Panik bekommen und bin ins Bootshaus gerannt. Und was glauben Sie, wer der Täter sein könnte? Okay. Frau Weiler, ich würde jetzt mit Ihnen in die Küche gehen und schauen, ob da ein Messer fehlt, ja? Mhm. Okay. Wer ist denn das auf dem Foto? Das ist mein Freund Sebastian. Ja, Robert, super recherchiert. Ja, da kommt sie gerade. Ich melde mich später nochmal, ja? Ciao. Sorry, aber abreißen ist gerade schlecht. Auch das noch? Ich habe null Bock mehr auf diesen miesen Arsch und auch nicht auf diese ganze verlogene Clique. Kann ich gut verstehen. Ich habe gedacht, dieses Mal meint es der Stefan ernst. Ich weiß auch nicht. Er war mein Erster. Irgendwie hänge ich an ihm. Wir haben immer mal wieder... Ja. Hören Sie, ich weiß, dass Sie einen Suizidversuch hinter sich haben und auch schon in der Psychiatrie waren. Damals ging es auch um eine kaputte Liebesgeschichte. Ja, und deswegen denken Sie jetzt, dass ich wegen Liebeskummer zu einer irren Mörderin geworden bin? Nur weil ich in der Vergangenheit Probleme mit meinen Gefühlen hatte? Nein, ich habe die Claudia nicht umgebracht. Höchstens in meiner Fantasie. Aber da bin ich nicht die Einzige. Das müssen Sie mir erklären. Na, die Claudia hat damals doch der Annemarie den Hannes ausgespannt. Die waren ja sogar verlobt. Nee, dieser Bitch weine ich keine Tränen nach. Egal, was Sie von mir denken. Geh ich halt wieder auf mein Zimmer. Ja, tut mir leid, ja. Also, sie hat den Mörder nicht gesehen, sagt sie. Und die Tatwaffe scheint aus ihrer Küche zu sein. Das Ausbeinmesser fehlt nämlich. Okay. Ja, wir müssen uns morgen auch unbedingt hier im Dorf umhören. Mal gucken, was der Klatsch so sagt. Und diese Annemarie Weiler, die mit dem Dirndl, die hat auch ein Motiv. Ist zwar schon ein paar Jahre her, aber gebrochene Herzen, die heilen ja bekanntlich nicht so schnell. Am besten, wir teilen uns morgen auf. Einer fährt in die Bäckerei und der andere hört sich im Dorf um. Du hast die Wahl, Kollege. Ja, dann nehme ich die warme Bäckerei. Okay, aber jetzt machen wir erstmal Feierabend. Ich weiß es auch nicht. Also das ist. Was hast du denn? Hast du das gehört? Nein, eigentlich nicht. Steinberger von der Kriminalpolizei, hallo. Sie sind sicherlich wegen der Claudia hier, oder? Genau, richtig, ja. Die Annemarie Weiler, wann war die denn gestern hier? Oh, gegen 8, aber ich habe nicht auf die Uhr geschaut. Wäre doch schön, wenn aus der Annemarie und dem Hannes jetzt doch noch was wird. Ach, ich würde es den beiden von Herzen gönnen. Die Claudia hat doch eh nicht zum Hannes gepasst. Heiraten wollten die beiden damals. Will er nichts Schlechtes über Tote sagen? Sie war eine Bitch, die Claudia. Die hat das Unglück angezogen. Wie meinen Sie das? Sie hat das Unglück angezogen? Naja, vor 4 Jahren ist Emilys Freund beim Segeln verunglückt. Seine Leiche liegt am Grund vom See. Da war die Claudia auch gerade da. Ich glaube ja, die Emily hat sich damit abgefunden, für immer allein zu sein. Allein zu sein? Die Emily Weiler hat auch einen Freund. Die Emily? Nein. Nee, der Sebastian Hauser war der Einzige, den die je hatte. Und der ist tot. Weiß man denn schon, wer die Claudia ermordet hat? Nee, wir stehen noch ganz am Anfang der Ermittlungen. Kurzen Augenblick, bitte. Mein Schrat, ist der Wahnsinn. Was machen die? Robert, hallo. Ich finde das unglaublich. Ja? Ja, ich weiß auch nicht. Sehr interessant. Okay. Ja, dann fahre ich dahin. Michael ist noch im Dorf beschäftigt. Alles klar, ich gebe dir Bescheid. Ciao. Ach, keine Ahnung. Du, okay, also. Gut, vielen Dank. Haben Sie vielleicht noch irgendwas Kalorienarmes hier? Oh, das ist ein bisschen schwierig. Gut, dann nur einen Kaffee, bitte. Ja, gerne. Danke. Jetzt mach dir bitte nicht so viele Sorgen, Hannes. Es gibt keine Beweise. Ich melde mich später nochmal.
Sie kümmern sich ja sehr liebevoll um den Witwer. Ist das ein Wunder, dass seine Nerven blank liegen? Er wird verdächtig, Claudia umgebracht zu haben. Ist schon richtig, was Sie gesagt haben. Wir haben keine Beweise, aber Sie haben wohl ein Motiv. Ich meine, Sie war mit ihm verlobt, zumindest so lange, bis Ihnen das Opfer den Mann weggeschnappt hat. Jetzt werde ich verdächtig, oder was? Das ist über 10 Jahre her. Das schon. Aber wissen Sie, was wir uns fragen? Wieso Hannes Grote Sie anruft und Sie sogar besucht hat? Sagt er das? Nee, das sagen uns seine Handydaten. Jetzt geben Sie es doch zu, Sie haben eine Affäre. Nein, wir reden viel, er kommt manchmal vorbei. Es lief schon lange beschissen zwischen Claudia und ihm. Haben Sie sie umgebracht? Nein, Claudia ist eine miese Bitch. Aber ich bin keine Mörderin. Steht Annemarie jetzt auch unter Verdacht, oder wie? Unglaublich. Dann haben Sie uns jetzt alle auf dem Schirm? Sie haben ja auch alle ein Motiv. Ich habe noch nie eine Clique gesehen, die einen Mord so kalt lässt. Einer von Ihnen ist der Mörder. Und wir werden das beweisen. Na dann wünsche ich viel Spaß. Ich würde gerne zum Sport, wenn das okay ist. Oder bin ich verhaftet? Und ich will shoppen gehen. Oder ist es nicht erlaubt? Das können Sie machen, aber Sie reisen besser noch nicht ab. Das Foto im Zimmer Ihrer Schwester. Wer ist es? Das ist Sebastian. Er ist vor 4 Jahren verunglückt. Seitdem geht's Emily nicht so gut. Sie spricht von ihm, als würde er noch leben. In ihrer Fantasie tut er das auch. Wie kam es zu dem Unglück? Sebastian war allein auf dem Boot. Und dann wurde er von dem Segelbaum gepackt und über Bord geworfen. Wir kommen gerade von Sebastian Hausers ehemaligem Liegeplatz. Die Leute hier sagen, er war ein sehr erfahrener Segler. Und an dem Tag war auch gutes Wetter. Seltsam. Seine Akte gibt auch nichts her. Sein Blut war zwar am Segelbaum, aber da es sonst keinen Hinweis auf ein Verbrechen gab. Ja, Robert, ich weiß, was du sagen willst. Alles klar, Junge. Bis später. Ciao. Es könnte trotzdem Mord gewesen sein. Sehe ich ganz genauso. Ich meine, mir geht einfach nicht aus dem Kopf, was die aus der Bäckerei gesagt haben. Dass Claudia Grote damals auch vor Ort war und das Unglück nur so angezogen hat. Vielleicht hatte die ja auch was mit Emilys Freund. Ich meine, die Vögel ja alle kreuz und quer. Oh. Annemarie Weiler, was will die denn? Ja, Frau Weiler, Naseband hier. Frau Weiler, alles okay bei Ihnen? Bootshaus. Shit, muss doch was passiert sein. Frau Weiler, was ist mit Ihnen? Oh, shit. Ich rufe hier einen Rettungswagen. Ganz ruhig, Frau Weiler, kommt gleich Hilfe. Emily. Ja, Naseband 11. Ich brauche einen Rettungswagen zum Bootshaus am Starnberger See. Emily, wo wollen Sie denn hin in Ihrem schönen Kleid? Heiraten. Sebastian ist mir nicht mehr böse. Böse, weil Sie ihn umgebracht haben? Claudia ist an allem schuld. Sie hat mir weggenommen. Oh. Oh ja. So überrascht geschaut, als ich rein zu ihm bin, als sie endlich weg war. Und dann haben Sie ihn auf seinem Boot nach draußen gefahren und sind zurückgeschwommen. Jeden Tag höre ich seine Stimme, wie er zu mir spricht und sagt, wenn du sie umbringst, wird alles gut. Das wird es, aber Sie müssen noch warten. Wieso? Sebastian wartet im Hotel.
Kommen Sie.